Im Oktober 2016 sind wir nach Dubai geflogen, um das Videotraining Cityscape Masterclass aufzunehmen. Hier ist das Behind the Scenes. Schönen guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind schon im nächsten Tag. Das heißt, wir haben eigentlich gar nicht geschlafen, sondern wir haben durchgemacht. Trotzdem neuer Morgen, neues Glück. Wir sind auf die Palmeninsel gefahren und haben hier mehrere Möglichkeiten. Zum einen seht ihr hier im Hintergrund, hier ist Dubai Marina. Nee, stopp, hier. Da ist Dubai Marina. Und das fotografieren wir jetzt gerade. Und da hinten, da ist das Burj Al Arab, das einzige 7-Sterne-Hotel der Welt, auch bekannt als das Segel, weil es halt wie ein Segel aussieht. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Ansicht hier mit Dubai Marina. Hier seht ihr die ganzen Hochhäuser, richtig geil. Und ja, schauen wir einfach mal, was bei rumkommt. Es ist wieder ein bisschen neblig, aber nicht ganz so neblig wie am letzten Morgen. Wir haben hier sogar, oh guck mal, wir haben hier sogar oben ein paar Wolken. Geil, das ist richtig selten in Dubai, zumindest in der Jahreszeit. Ich bin hier mit meinem 70-200 zu Werke aktuell, weil der Abstand da doch ein bisschen größer ist. Ansonsten ist das Setup wie immer, meine D800 auf meinem Stativ. Aktuell liegt die Belichtungszeit noch bei, was habe ich hier, 10 Sekunden noch. Good morning! Wir sind auf dem Weg in die Wüste, es ist bereits 3:15 Uhr. Wir haben wieder lange geschlafen und heute soll gutes Wetter werden, um in der Wüste geile Fotos zu machen, sowohl von den Sanddünen als auch natürlich vom Sternenhimmel. Wir werden mal schauen, wie das Ganze so ausgeht und ich hoffe, ihr seid mit dabei und ihr seht genauso geile Bilder dann, wie wir es uns wünschen. Also, bis gleich. So Leute, ich mache jetzt hier gerade noch ein bisschen Behind-the-Scenes und B-Roll-Shots mit meinem neuen Osmo Mobile. Das hatte ich ja auf der Fotokina schon vorgestellt. Es ist so geil, das Ding. Es kann einfach so komplett alles ausgleichen und damit können wir geile Filme machen. Der Tag, liebe Freunde, heute. Ja, der Tag war total beschissen bisher eigentlich, weil wir wollten ja in die Wüste fahren, sind wir ja auch. Dann sind wir ausgestiegen, es hat auf einmal angefangen zu gewittern. Regen, Sandsturm, alles auf einmal. Aber es war eigentlich gar nicht witzig. Nee, so witzig war es irgendwie nicht, vor allem weil ich mein Stativ auch mega, also wirklich komplett eingesaut habe. Das ist mir nämlich im Sand umgefallen und ich meine, wenn die Beine eingesaut sind, ist das ja das eine, die kann man einfach wieder sauber machen, aber der komplette Kugelkopf war halt auch im Sand und den sauber zu machen, das ist schon was ganz anderes. Ich habe den ehrlich gesagt noch nie sauber gemacht, ich hoffe, ich kriege den überhaupt wieder richtig sauber. Also er funktioniert noch, aber man merkt halt schon, dass ein bisschen Sand drin ist noch. Von daher, ja, war jetzt so semi-optimal der Tag. Vielleicht haben wir so ein, zwei Shots aus der Wüste, die man gebrauchen kann, aber ansonsten. Freunde, es ist der nächste Morgen, beziehungsweise der nächste Mittag so ungefähr. Es ist jetzt ungefähr 12 Uhr. Ich habe ja gestern noch ewig gebraucht, um mein Stativ sauber zu machen. Ich glaube, ich saß bis um 5:30 Uhr morgens. Nee, stimmt gar nicht. Müsste länger gewesen sein, weil wir haben auf jeden Fall den Sonnenaufgang noch miterlebt und das war um 6 Uhr morgens. Und dann haben wir halt noch ein paar Gebäudebesitzer bzw. Hotels angeschrieben, die uns eventuell auf ihr Haus nach oben lassen. Und wir haben jetzt schon die erste positive Rückmeldung und können wahrscheinlich sogar schon heute Abend unser nächstes Rooftopping starten. Richtig, richtig geil.
So, jetzt geht's erstmal unter die Dusche. Und dann wird's angezogen und wir gehen was frühstücken und dann geht's raus in die Stadt. Bah! Freunde, wir sind oben auf einem richtig geilen Aussichtspunkt, Plattformspunkt, wie auch immer man das nennen möchte, direkt vor dem Burj Khalifa. Richtig, richtig geil. Schaut euch das mal an hier. Hier übrigens mache ich, also ich habe hier gerade eben Panorama fotografiert und jetzt mache ich hier gerade noch Timelapse mit der zweiten Kamera. Mal schauen, ob man hier gerade was sieht. Nö. Aber dieser Spot ist so geil. Hammermäßig. Läuft. Hier haben wir Januszka. This is for my Vlog. Hey, wow. So, you are a YouTube star in a few weeks. Thank you, my first vlog then. Yeah. It's the first time I'm appearing to the vlog. And that's also in German? Okay, yeah, it's in German. It's in German, yeah, yeah. So, also wenn ihr mal Januszka auschecken wollt, ich poste den Link unten mal in die Videobeschreibung. Ihr müsst einfach bei Facebook dann mal nach ihm suchen. Auf jeden Fall richtig coole Bilder. Desert Photos. Yep. Dubai Photos. Nice Portraits. What else? Yeah. Landscape, Cityscape, Desertscape. And Fashion Portraits. Fashion Portraits, ja. Yeah. So Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt hier noch eine Weile da. Werden noch hier ein bisschen shooten. Wir haben auch noch einige andere Sachen auf dem Programm für heute Abend und heute Nacht. Also auf jeden Fall war das ein richtig, richtig cooler Start in eine schöne Nacht, wo wir viele geile Fotos schießen werden. Ich halte euch auf dem Laufenden. Jo Leute, wir sind hier auf dem Al-Sharab Hotel, glaube ich, so heißt das. So Stefan, ich habe schon erzählt, dass wir hier auf dem Al-Sharab Hotel drauf sind. Wie ist das so? Sind wir ja gar nicht. Das ist das Shangri-La Hotel. Das ist das... Okay, warte mal. Ja Leute, wir sind hier auf dem Shangri-La Hotel. Wir haben uns da eine Genehmigung eingeholt und zwar heute Morgen um 4 haben wir angefangen, einige Hotels und irgendwelche Wohngebäude anzuschreiben, ob wir da nicht rauf können. Es hat tatsächlich geklappt und ja, schaut einfach mal selbst. Es ist jetzt schon wieder sehr dunkel, aber ich mache jetzt hier gerade, also ich habe jetzt meine typischen Shots quasi, habe ich schon gemacht. Das heißt natürlich der absolute Weitwinkel-Shot hier, diese ganze Umgebung. Dann habe ich natürlich ein Panorama gemacht. Ein paar einfache Hochkantbilder und so weiter. Und jetzt bin ich gerade noch dabei, jetzt habe ich mir gerade das 2470 draufgeschnallt und will noch so ein paar Detailshots machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade eben mal hier ein paar Hochhäuser einfach nur so auf das Foto draufgepackt und habe die einfach mal so ein bisschen mehr komprimiert. Dadurch, dass ich einfach mit 70mm fotografiert habe, sieht das halt viel mehr zusammengepresst aus. Und das ergibt auch einen richtig coolen Effekt. Und jetzt zum Beispiel gerade, wenn wir hier mal gucken, will ich die Schalk Side Road noch so ein bisschen, also diese 12-spurige Autobahn, ja, die will ich jetzt hier noch so ein bisschen mehr mal fotografieren. Also das heißt, warte mal, ich mache mal hier noch so ein bisschen Einstellung. Ich möchte mal das Display ein bisschen dunkler, dann können die Leute das vielleicht sehen. Ja, so. Kann ich auch mal ganz nah rangehen. Dann sieht man auch nicht. Warte ja, mal, doch. Doch, es geht. Draufdrück. Also hier geht die Schalk Side Road lang. Das ganz helle hier. Das ist eine coole Leading Line quasi, die einmal so komplett durchs Bild führt. Und rechts und links haben wir, wie gesagt, noch diese Hochhäuser. Und das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Und ich möchte jetzt mal ausprobieren. Schaut euch mal die Autobahn, das Autobahnkreuz an. Das ist einfach nur unglaublich. Hinter der Burj Khalifa, wie groß er auch ist. Hammer. So Leute, wir waren gerade auf Urbex Tour und wir haben jetzt gerade eben noch Kamele am Straßenrand gesehen. Richtig, richtig cool. Leider sind die sehr schnell weitergezogen. Wir haben ihm zwar ein bisschen Kohle gegeben, dem Typen, aber... 20 Dirham. 20 Dirham, aber das hat ihm nicht aufgehalten, nach einer Minute zu sagen, nee Leute, pst, tschüss. Naja. Jetzt sind wir auf dem Rückweg. Es ist jetzt 2:30 und um 4 wollen wir auf einer Dachterrasse sein vom Four Points Sheraton. Das heißt, wir werden dort den Sonnenuntergang dann auf jeden Fall fotografieren mit Blick auf die Shalk Side Road, so rum. Und ja, wir hoffen mal, dass das Wetter gut wird. Nicht ganz so diesig wie gestern hoffentlich. Wir werden mal sehen, was bei rumkommt. Also, bis nachher.
Leute, wir sind auf dem Rooftop von dem Sheraton Hotel auf der Terrasse im 43. Stock. Wir haben jetzt hier schon ein paar Drinks geordert. Weißt du schon, was du machst? Und wir warten auf den Sonnenuntergang bzw. die blaue Stunde. Die Sonne ist da hinten noch. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier sieht. Aber wir sind jetzt ungefähr eine Stunde vor Sonnenuntergang. Das heißt, wir haben jetzt hier noch ein bisschen Zeit, trinken noch ein bisschen was, genießen ein bisschen die Aussicht. Und ich habe auch gerade eben schon wieder ein Tutorial gedreht, beziehungsweise wir sind noch dabei, von hier, von dieser Location auch ein Tutorial zu drehen. Und da geht es um ein Foto, was von Tag zu Nacht wird. Diese Transition da drin. Wenn ihr nicht genau wisst, wovon ich rede, tja, dann kauft euch das Tutorial und ihr werdet sehen. Zusammengepackt, die haben bezahlt. Wollen wir jetzt noch zu dem, wo wir gestern waren? So Leute, keine Sonnenbrille? Ich bin, ja, das ist meine Sonnenbrille. Ich bin jetzt komplett fertig mit Einpacken. Ich muss noch ein bisschen, ich habe mir Essen bestellt, ich habe noch nichts gegessen, weil einfach die ganze Zeit fotografieren. Wir werden jetzt noch ein paar Shots um den Burj Khalifa herum machen und dann nochmal zu dem Spot fahren, wo wir gestern waren, mit dem Burj Al Arab. Da hat ja leider nicht ganz so gut funktioniert, weil das Ganze mit Werbung angestrahlt war und es sah irgendwie doof aus. Da wollten wir heute noch mal probieren, wie das dann aussieht. Kann man von hier aus leider gar nicht sehen jetzt aktuell, weil es einfach zu diesig ist. Aber wir werden gucken, wir werden nachher noch mal hinfahren. Es ist immer diesig hier. Es ist immer diesig. Aber heute ist besser als gestern. Mhm. Ja, heute ist definitiv besser als gestern, ja, das stimmt. Das ist die Bar von innen. Ja. Wenn du Interesse an der Cityscape Masterclass aus Dubai hast, dann kannst du gerne auf meinem Store vorbeischauen, www.stefanschäfer-store.de.